Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir zusammen einen Dalmatinerkuchen zubereiten und zwar diesmal in der KitchenAid. Ja, hier ist meine KitchenAid. Ach, ich liebe sie. Sie ist so schön. Da habe ich hier so ein ganz tolles Häubchen drauf. Das ist von der Firma Wundermix. Da staubt nämlich nichts ein, weil das steht ja immer offen da. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich da diese Haube habe. Die gibt es auch noch in unterschiedlichen Farben. Müsst ihr einfach mal im Shop schauen. Ich habe auch einen Rabattcode, steht aber alles unter dem Video. Ja, so, da habe ich jetzt hier 3 Eier. Gramm Zucker. Und das wird jetzt erstmal kräftig geschlagen. Nun kommt ein Becher Schmand dazu. So, ich werde jetzt erst einmal das hier entfernen, denn jetzt wird gleich gerührt. Es kommt noch Mehl dazu. Und zwar 220 Gramm. Anderthalb Backpulver. Und eine Dose gezuckerte Kondensmilch oder auch Milchmädchen. Ja, und das Ganze wird jetzt zu einem glatten, geschmeidigen Teig verrührt. So, das ist jetzt hier schön verrührt. Und jetzt werde ich 2/3 des Teiges auf ein Backblech geben. So, diesen Teig werde ich jetzt erst einmal in den Backofen geben und zwar bei 160 Grad 20 Minuten. Kommt 2 Esslöffel Kakao dazu. So, und das vermenge ich jetzt auch noch einmal. Gerade mal vom Rand das herunterschieben. Diesen Teig hier werde ich jetzt auf ein zweites Backblech gießen und nicht verstreichen, sondern einfach drauf gießen. Das Backblech habe ich jetzt mit Backtrenn
Spray eingesprüht und jetzt kommt hier dieser Teig einfach so drauf, ohne Verstreichen, so wie er drauf fließt. So, der nächste Kuchen ist drin, auch wieder 20 Minuten bei 160 Grad. Und der weiße Teig ist jetzt fertig, den habe ich jetzt rausgeholt und den lasse ich jetzt erstmal abkühlen. Das ist jetzt der braune Teig, den habe ich gerade aus dem Backofen geholt und den lasse ich jetzt noch abkühlen. Wir bereiten jetzt die Creme zu. Es gibt zwei verschiedene Cremes. Jetzt kommt Creme 1. 60 Gramm Zucker. Eineinhalb Becher Schmand. Da gebe ich jetzt hier 300 Gramm rein. Ich habe aber noch eine Tube, die möchte ich ganz gerne jetzt noch verwenden. Die gebe ich jetzt komplett rein, weil die hat jetzt nur 170 Gramm. Ja, und den Rest gebe ich dann von dieser Dose dazu. Ja, nun verrühre ich das Ganze. Mal ein bisschen runterschieben. So, die Hälfte der Creme gebe ich jetzt auf den hellen Boden. Hier den braunen Teig und zerkleinere ihn und gebe ihn auf den Kuchen. Jetzt gebe ich die Creme löffelweise über die Bröckchen. Nun erwärme ich 15 Gramm Butter mit 5 Teelöffel Zucker. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Teelöffel Kakao.
ein halber Becher Schmand. Hol gerade mal Schneebesen. Das jetzt gerade ein bisschen abkühlen. So, und das gebe ich jetzt auch löffelweise auf den Kuchen. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt abkühlen, dann schneide ich es an. So ihr Lieben, schaut, so sieht der Dalmatiner Kuchen aus und jetzt probieren wir mal. Ja, mir ist leider ja dieser Fehler unterlaufen, indem ich einfach diese ganze Dose Milchmädchens am Anfang reingegeben habe. Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, wie da die Süße ist. Schmeckt traumhaft. Merkt man gar nicht. Merkt man nicht. Ich probiere jetzt aber vorsichtshalber mal nur den Boden, weil da hatte ich ja die ganze Dose reingegeben gehabt. Merkt man nicht. Nee. Ach, ist das lecker geworden. Da stürze ich mich jetzt gleich drüber. Kann ich wirklich empfehlen. Dalmatiner Kuchen. Richtig mega lecker. Ja. Ja, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr erinnert, wenn ein neues Video von mir online geht. Und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Account Anna's Kitchen Palace vorbei. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!